So, ich nehme das jetzt einmal auf. Es geht hier nicht um ein Update zu machen, sondern bloß mit den Geschichten, mit den Erfahrungen, wenn man sich austauschen tut, dass es immer ein Akt der Reife ist. Diese Reife ist ein Akt der Interesse. Und wenn ich immer sage, diese 3x3x3 Wachstumsstufen, die spiegeln auch die Entwicklung eines Geistes. Und es geht nicht um Beleidigen. Wenn du dich selber beobachtest, hast du gewisse Interessen, die dein Intellekt in dir aufwirft. Und es ist halt einmal so, dass wenn du dich sehr weltlich und weltverbessernd äußerst, in deinen ganzen Aussagen, du kannst es ja beobachten, in Form von Einseitigkeit, in Form von das stimmt und das ist verkehrt, bist du noch ein extrem kleingeistiger Hosenscheißer. Da kannst du, habe ich in einem der letzten Selbstgespräche sein, 60 Jahre alt sein, kannst der Professor mit 3 Doktortiteln sein und du meinst, du wüsstest irgendetwas. Das Leben wird dich abstrafen. Du musst selbst wissen, was du selbst bist. Und solange du dich mit einem sterblichen Säugetier, mit einem Gedanken von dir verwechselst, noch einfacher kann man es nicht ausdrücken, wie ich das die letzte Zeit gemacht habe. Und das erklären dir alle Religionen. Und mir geht es erst einmal nicht um intellektuelles Wissen. Aber dann doch wieder, die Welt spricht zu dir, ohne Wenn und Aber. Ich mache mal eine kleine Geschichte jetzt selbst. Wenn die Vatersprache in dir aufgeht, aber das ist ein Akt der Reife, das ist wie die Pubertät. Mein Zungenkussbeispiel. Bevor du nicht Pubertät in die Pubertät kommst, wirst du dich für Sexualität nicht interessieren. Und bevor du Geist nicht die geistige Reife hast, wirst du dich nicht anfangen, für dich selbst zu interessieren. Da ist die Welt und die Menschen und die Kinder und alles Mögliche, was du dir ausdenkst, was hundertprozentig sicher nur vergängliche Erscheinungen, Existenzen, Existierendes ist. Du wirst praktisch genau zuhören, ich hoffe, man versteht mich, konfrontiert mit Affen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Konfront. Genau. Zu Es ist sagen. ein Front von dir, aber es ist frontiere. Ah ja. Ich konfrontiere dir mit Tieren, die Fron leisten müssen. Sklaven. Zwangsarbeiter, Sklaven in Ägypten. Sklaven ihrer eigenen geistlos nachgeäfften Logik. Das ist das, was ist. Und man merkt jetzt schon, wie die Sprache mitspielt. Und ich habe jetzt gerade im Moment, das werde ich jetzt gleich in unseren Chat reinstellen, kannst du mal zuschauen, weil ich da gerade am Machen war. Und dann gehe ich auf unsere letzten 2, 3 Updates nochmal ein. Und zwar, allen voran ist das Letzte. Und man muss einem klar machen, wenn man die Vatersprache nicht versteht, zumindest rudimentär, Genau. hat man keine Chance. Und da habe ich Liedchen, die habe ich schon vor vielen, jetzt gedacht, natürlich, weil es keine Vergangenheit gibt, vor vielen, vielen Jahren reingestellt. Und dir wird erst mit der Vatersprache bewusst, dass es vollkommen unmöglich ist, dass irgendjemand, den du dir jetzt ausdenkst, in der Vergangenheit diesen Text in dieser Komplexität in Form von Vatersprache geschrieben haben kann. Es ist prinzipiell jeden Menschen, den du denkst, den erschaffst du jetzt und du sprichst ihm zu, dass er dieses und jenes entdeckt, gemacht, komponiert oder geschrieben hat. Ja. Du erschaffst erst einmal diesen Menschen als Gedanke in dir und dann denkst du dir, wie ich immer sage, in diese Kiste was rein. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher überprüfbar. Und ich tue jetzt einmal, ich hoffe, das ist jetzt aber im Word, weil ich da gerade am Arbeiten war. Ich mache jetzt so einen normalen Alltag. Und zwar war gerade in unserem Chat, da schauen wir jetzt einmal rein. Das war der letzte Eintrag. Da ist schon wieder was Neues drin. Das ist jetzt hier gegangen. Um die Maya. Man kann sehr, sehr viel nachlesen über die Maya. Da hat unser Jürgen, glaube ich, war das, hat ein bisschen was rausgezogen. Das ist hier Bhaktisvedanta, hier Hare Krishna-Lehre. Und ich kann immer wieder bloß sagen, Helene, du erinnerst dich von unserem Toni. Ich weiß nicht, ob man sieht da oben, da habe ich hier 16.000 Seiten, glaube ich, Sanskrit. Das sind die kompletten Werke von diesem Bhaktisvedanta. Ich habe das kurz einmal schon gezeigt. Das ist Wort für Wort von mir übersetzt worden. Wobei das Sanskrit ja noch viel, viel komplexer ist durch diese Haufen Zeichen. Genau. Muss man sich gar nicht damit beschäftigen. Ich wollte jetzt nur
Folgendes zeigen, dass ich jetzt hier einen kleinen Short abgemacht habe. Den stellen wir jetzt da gleich einmal rein. Und da habe ich jetzt hingeschrieben, es gibt Brahman, das Absolute und Jagat. Jetzt schauen wir uns das einmal genauer an. Ich stelle das einmal hier jetzt fast in den Chat rein. So. Das ist einmal das Erste. Und dann habe ich jetzt hier als Erstes, wir hören uns das dann gleich an, habe ich auf Google Übersetzer hier mal was reingeschrieben und da übersetzt der Fata Morgana. Ich stelle mal die gleich rein. Halt. Einen Moment. So, das habe ich jetzt gerade ein wenig rumgespielt und jetzt hören wir uns das mal kurz an, nur ein paar Sekunden. Es gibt Brahman, das Absolute. Aus Brahman heraus entsteht eine Kraft der Täuschung, die Maya. Und durch die Kraft der Maya erscheint ein Jagat in dieser Welt. Aber in Wahrheit gibt es keine Welt. Die Welt ist wie eine Fata Morgana. Es gibt Brahman, das... So, das ist einmal hier. Und jetzt schauen wir die Fata Morgana an. Die habe ich jetzt einmal mal mit hebräischen Buchstaben geschrieben. Und dann teile ich das ein. P heißt ja hier. Ja. Da ist der Wachraum. Die Wachzimmer und die Zelle. Okay. Und jetzt übersetzt die hier schon. Hier ist eine Morgana-Zelle. Morgana hier, Morgana-Zelle. Genau. Und jetzt haben wir hier, das hier ist der Wachraum und Mor ist der Garten. Der Garten, Garner und Mor ist die Myrre. Das kannst du ja mal selber nachschauen. Jetzt mache ich das, der Garten ist das Paradies. Und das Paradies symbolisiert, jetzt hast du mal hier, ich sage mal diesen himmlischen, dieses Kontinuum. Und du bist, hier ist nur eine Zelle, weil nämlich das da ja auch Zelle heißt. Ja. Eine Loge, ein Wachraum. Genau. Und die Loge steht für eine Logik und du sperrst dich in deine Logik ein wie in ein Gefängnis. Ja. Macht dann Sinn, ne? Absolut. Jetzt gehe ich aber hier in den Jagat. Da ist ein Jagat. Man muss wissen, im Sanskrit ist es extrem komplex mit diesen Haufen Zeichen. Ja. Ich bin da oft drauf eingegangen. Ich mache jetzt nur noch mal zur Erinnerung ein kleines Beispiel. Wenn du Sanskrit-Wörterbuch dir anschaffst, es gibt eigentlich bloß große 7 Bände im Original, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in den Deutsch vor Langenscheid, gibt es ja nicht mehr, aber man kann das öfter noch kriegen, ein Antiquariat, wenn du in den Langenscheid Sonne nachschaust. Nur das Wort Sonne, was heißt Sonne auf Sanskrit? Ohne irgendeinen Kommentar stehen da 72 oder 73 Sanskrit-Wörter. Ohne irgendeinen Kommentar und ich hasse alle Sonne. Und wenn er sagt, der Jagat, musst du wissen, wir schauen das ganz kurz an. Jagat, wichtig ist das hier. Genau, Gott. Und ich mache den Ja jetzt als Ja, Gott ist Gott. Das gleich Jagat ist das manifeste Universum, die Welt. Und jetzt im Ani, vom Ani, haben wir zuerst einmal ein festes Universum, das unveränderliche Uni, die Einheit. Und Versum heißt ja, Universum heißt das in eins gekehrte. Und das ist unsere WELD, das ist der polare Rand. Darum habe ich bei dem Versum, habe ich jetzt unsere Welle drüber gemacht mit dem Mittelpunkt, weil Universum heißt in eins gekehrt. Ich habe mir jetzt den Spaß gemacht, das heißt geäquadrat, erdäquadrat. Genau. Du musst dich selber ehren. Wie sie sich präsentiert, das Göttliche, das sich als das All ausbreitet. Interessant, aus
im Spiegel heraus DET ausgebreitet. Und das heißt aber im Spiegel. Es breitet sich im Spiegel aus, ohne sich auszubreiten. Das kleine Licht, ja. Das ist Jagat, ist die Schöpfung des Universums, die Welt des Veränderlichen, des Wechsels. Das sind deine Informationen. Die bewegen sich aber nicht von rechts nach links, von räumlich, zeiträumlich und auch nicht chronologisch. Bit, 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 bit. Das blitzt nur immer im Jetzt auf, ohne sich auch nur einen Millimeter von der Stelle zu bewegen. Reichlich darauf eingegangen, weil das Informationen sind. Das Ganze spielt sich in einem Punkt ab. Mehr zu Jagat findest du unter dem Hauptstichwort Jagat. Das ist hinten mit einem weichen Weg geschrieben, das heißt Gott ist Jupiter. Jupiter, genau. Gott ist Jupiter, Jagat. Und Jagat ist dieses bewegte Universum. Schauen wir uns gleich an. Jagat heißt gehen, beweglich, sich bewegend, aber niemals von A nach B oder von der Vergangenheit in die Zukunft. Sondern aus dem Nichts auftaucht und wieder verschwindet. Auftauchen wie die Bilder auf dem Fernseher. Bap, 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 bap. Und das Ganze wickelt mit Lichtgeschwindigkeit. So, und darum habe ich jetzt hier der Ja, wissen wir ja, das Göttliche, muss man jetzt reden, die kleine, wie ein Gott. Dann haben wir hier den Gatt, den habe ich jetzt rot gelassen, das heißt eigentlich die Weinkelter. Gatt ist ein Behälter, jetzt merkst du schon, und da ist es, das heißt auch in der Anatomie der Sinusknoten. Das ist ein Punkt, merkst du, wie das jetzt wieder alles passt, der Begriff Sinus beschreibt die gewölbte oder gehüllte Struktur. Das führe ich jetzt in die Kamera. Aber da werde ich noch viel reichlich darauf eingehen, auch in Bezug zu Hologrammen. Ja. Und dann haben wir natürlich den Gattin Glücksgott Jupiter. Genau. Das ist also hier dieses, dass du merkst, jede Kleinigkeit ist eine Tiefe ohne Ende. Ohne Ende. Jetzt gehe ich kurz auf unser letztes Update ein. Da will ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Das war das hier. Da habe ich ja diese schöne Patatouille-Vorträge. Ja. Das heißt also, das ist eigentlich alles klar. Der Sohn ist Adam. Das ist die 52,45. Der Text, man muss den wirklich auf sich wirken lassen. Genau. Dann habe ich hier jetzt als nächstes kommt die 52,46. Und jetzt habe ich da nur zwei, da gibt es natürlich wieder viele, viele Perspektiven, dass das eigentlich dieser GAL, der Geist, der Gottes, der Geist ist nichts und sein, und das ist hast ein Retter, der Retter oder der Erlöser. Dann heißt der Sohn ist der Erlöser. Aber wir können das auch, ich habe jetzt extra blaue Form noch mit dazu, das ist dieser Brösel. Raub, du beraubst dich selber, das heißt deine Berechnungen sind Schöpfungen von ausgespannter Realität und das ist das, was du beschwörst. Genau. Wir wissen, AOB heißt die Beschwörungskunst. Es gibt so viele Möglichkeiten, du hast diese Raubenbeute, du beraubst dich eigentlich immer bloß selbst. Ja. Und jetzt habe ich hier, es heißt auch, und er wird es an sich reißen. Aber von wo willst du was an dich reißen? Du kannst bloß das an dich reißen, was du dir vorher ausdenkst, was eh in dir drin ist. Genau. Jetzt habe ich dieses Reißen einmal anders geschrieben, nämlich Rei, das ist der Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes ist der Sohn. Ben. Dann wird es der Spiegelsohn. Genau. Und das ist Es Bewusstsein, dieses reine Bewusstsein zu wissen, ich bin es oder er, ich bin die dritte Person, ist der Beobachter. Ja. Vorhin in das Selbstgespräch anhören. Und jetzt als nächstes kommt die 52,47. Und da habe ich jetzt, wenn man so einen Gag macht, da muss man nämlich wissen, dass der Naht, der Tod, der Döbel, ich sage immer, ich spiele einen Deppen. Hör mir doch einmal an, ich klinge doch wie besoffen, oder? Und das ist jetzt hier, das kann man auch positiv lesen, dann habe ich einen Richter, törichter Narr. Ich habe früher in Sinn Updates, in alten Updates vor 10 Jahren, habe ich mich immer deinen Joker genannt. Yeah. Dann heißt es, ich habe mich nun als Joker in dich inkarniert, indem ich dich, Geist, jetzt den Udo träumen lasse. Aber der Udo ist nur eine Erscheinung, die von dir geträumt wird und du denkst dir den Udo genauso aus, wie du dich selbst ausdenkst.
Und alles, was ich erzähle, erzähle ich nicht dem, der du zu sein glaubst, sondern dem, der uns jetzt ausdenkt. Ja. Alles sich ausdenkt. Und da wird jetzt sehr interessant, weil diese UB, darum habe ich den hier rot, blau, und diese beiden geben jetzt die violette 47. Darum habe ich das hier als 47 den törichten Narr als Zufixlesung, närrisch, töricht, aber törichter Narr. Der Richter ist wichtig. Ja. Interessanter verborgener Wert ist 180 und das ist Kupp. Das U habe ich jetzt reingeschoben, das ist der Affe, wenn man das Waff reinschiebt. Und was noch interessant ist, dass der Totalwert, der 37er Matrixwert, muss ich jetzt überhaupt nicht erklären, ist 1073 und der äußere Wert ist auch 1073. Und wir wissen, dieses 3773, dieses Malzeichen ist ja unser Genesis 1. Da können wir jetzt eigentlich das Christuszeichen reinmachen. Dieses Geheimnis sind wir so reichlich darauf eingegangen. Und zwischen dieser 37, gespiegelten 73, steht der kleine Gott. Das ist J. So, ich habe das nur mal kurz erklärt. Und jetzt kommt, das ist ein ganz wichtiger Satz, wenn du solche Botschaften hörst. Das macht nur Holofeeling. Wichtig. Wie? E-Quadrat, ich bin du bist ich. Immer dran denken, der Unterschied besteht, ich stehe vorm Bücherregal. Und wenn ich jetzt ein Leben spiele, bin ich verbunden mit einem blauen Ich, mit einem Programm. Und die heißt ja im Mittelpunkt. Wenn ich UB in diesen Batatute-Botschaften sage, ihr Geisteshund müsst auf Menschen einwirken, ein nicht existierendes Wir, und das ist das Fundament. Fundamentio. Mein Ich, also meine Ich UB auf Geistesfunk. Das heißt auf euch selbst. Weil jeder Geistesfunk, sprich jeder Mensch, der in dir auftaucht, der vor Holofeeling was weiß und er weiß, er ist ein Geistesfunk, weiß er, dass er derselbe Geist ist wie der andere auch, mit dem er sich unterhält. Der Unterschied liegt, es sind nur zwei unterschiedliche Programme. Man müsste da in den alten Weißenburg-Vortrag von, glaube ich, 2017 reinspringen, wo es das Split-Screen-Beispiel erkläre. Der Geist ist ein Computer und was auf dem Computer auftaucht, hängt von einem Intellekt ab. Es ist aber immer das, Entschuldigung, derselbe Geist, derselbe Computer. Und wir können jetzt Folgendes machen, wenn wir zum Beispiel zwei Geistesfunken oder drei Geistesfunken oder vier sind, zusammen auf der Brüsselebene, können wir vier Bildschirme auf den Computer aufmachen und dann kannst du in jedem dieser vier Bildschirme sehen, wie ein und dasselbe Wort oder dieselbe Situation, das heißt, auf der Verabrede anders aussieht, in der sinnlichen Wahrnehmung, weil jeder sieht ja nur seine eigenen Informationen. Und wichtig ist jetzt, dass das, was du denkst, was die anderen sehen oder denken, kriegen die anderen drei nicht mit, du erlebst nur deine Informationen und die waren von dir gesteuert und hast eine komplett eigenständige Welt. Das ist jetzt diese Parallel-Universum in dem Science-Fiction. Ich spreche ganz kurz einmal an. Ich habe hier kurz einmal angesprochen. Na, wie heißt der Schweizer? Fällt der Name schon wieder nicht ein. Ach, ist ja wurscht. Werden wir vergesslicher. Das war hier mit, wir machen Klimaschutz Corfu-Brand. Da stellt sich ein Bericht an, kann sich doch nicht erinnern. Weltwoche. Na der. Aber ich war immer vergessen. Ganz kurz haben wir das herholen. Das stimmt doch jetzt gar nicht, das soll es offensichtlich nicht sein. Da haben wir es. Sie lesen und hören im Moment viel von Waldbränden in Griechenland auf der Insel Rhodos. Der Klimawandel ist da das dominierende Thema. Man hämmert ihnen das ein und zeigt ihnen. Also pass auf, das ist jetzt die eine Seite. Das siehst du,
Die Nachrichten sind voll. Ich kann jetzt ganz definitiv sagen, ich weiß, und jetzt reden wir bröselig natürlich, ich schaue mit meiner Frau, wenn ich irgendeinen Film anschaue, auf was in einem ZDF, glaube ich, war es, dann ist das Sondersendung, kommen wir über die Waldbrände in Korfu, der nächstfolgende Film verschiebt sich um 15 Minuten. Da waren dann Urlauber, die aus Hotels, die abgebrannt sind. Ganz schreckliche Bilder, die wurden in großen Tonnenhallen untergebracht, weil die Hotelbretter und alles weggebrannt sind. Dann schalte ich um auf RTL, die hatten auch eine Sondersendung. Und genau exakt zu dem Zeitpunkt denken wir uns jetzt aus, waren Schweizer Piloten in Korfu und sind mit einer Privatmaschine über Korfu geflogen und haben das aufgenommen. Das ist alles. Aber laut den Medien brennt ganz Rohrus. Wahnsinn. Der hure Scheiß, den ich erzähle. Wenn Sie diese Luftaufnahme. So. Und jetzt kommt der schöne Schnitt. Wieso habe ich jetzt das extra nochmal hergeholt? Du hast jetzt zwei Sichtweisen aus der Maschine heraus, aus das Internet. Es ist diese Aufnahmen und dann hast du die Aufnahmen, die in ARD und ZDF und den ganzen Medien verbreitet waren. Ja. Ist der Hinkel rechts oder ist der Hinkel links? Das große Problem, ich sage, das hängt davon ab, was du glaubst. Du wirst übrigens auch, wenn du da hinfliegst, das sehen, was du glaubst. Was du glaubst. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Genau. Wie oft erkläre ich, das, was du im tiefsten Innern glaubst, was da außen ist, kannst du auch mit dem entsprechenden Aufwand auf die Verabredung holen. Was übrigens auch wieder ein Thema wäre, was ich nur anspreche, weil das riesengroß ist, deine Augen haben ja nicht nur diese Zäpfchen. Ich erinnere nochmal dran, die Radix vom Zäpfchen, rot, grün, blau, ist eigentlich eine Verabredung, wenn man das von innen ansteuert. Das ist das sogenannte Darkseen. Mhm. ZB auf Hebräisch heißt Auftauchen auf der Wasseroberfläche schwingen. Yeah. Da beginnen ja die Zäpfchen. Das ist es. Da beginnt die Vordersprache Auftauchen und Schwimmen. Schwa im Men. Schwa heißt nichts. Im Nichts des Meeres entstehen gestaltgewordene Existenzen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber wichtig, Auftauchen auf der Wasseroberfläche schwingen. Das ist Welt. Ja. Das ist der polare Rand. Okay, aber wir haben in dem Auge ja auch noch Stäbchen. Stäbchen, genau. Und da wird es sehr interessant, wenn wir uns das anschauen. Das ist nämlich das sogenannte Nachtsehen. Die nennen sich über Bacillum retina. Das kommt von Bacillus, Stäbchen. Bacillen sind Stäbchen. Und das Wort, die wird er alleine, das kommt von skoptischen Sehen. Das ist das Dunkelsehen. Das Nachtsehen, die Existenz in der Acht. Ja. Und pass auf jetzt, nur für dich, alles, was du denkst, was in deinem Kopf sich als Information abspielt, spielt sich auf die Stäbchen ab. Genau. Das ist dein sogenanntes in einem Punkt. Das ist praktisch deine Welt des Denkens, was ich immer kleines, großes Weltbild schon mal genannt habe, ganz früher. Und was du dann realisierst, holst du von diesem Schwarz-Weiß-Sehen, holst du dann definitiv auf dem Monitor, auf deine Verabredung, das ist dann die Rot-Grün-Zeppelin, das ist dann das Darkseen. Und dann meinst du natürlich vollkommen in der vier Stufen der Vergessenheit, dass das unabhängig von dir da außen existiert. Wow. Wenn ich jetzt zwei Tage mit dir die kompletten medizinischen Begriffe uns anschaue, wie das Auge aufgebaut ist, diese Worte uns genauer anschauen, das begeht schon bei dem Bacillum. Da können wir jetzt zum Beispiel Bach lesen. Mhm. Das heißt in dir, und eigentlich heißt das Ding ja Bacillus, ist Illusion. In dir ist eine Illusion. Bacillus. Soll ich es dir zeigen? Da muss man hin, da ins Lateinische Zeit. Siehst du, Bacillus, das ist eine Unterform. Mhm. Da haben wir schon Illusion. I-L-L-U-S. Das ist übrigens sehr interessant. Gott hat zwei Lichter. Es ist Licht und es ist Licht. Das ist das Illus.
30 verbinden sich zu 60. 60 ist die Raumzeit, aufgespannte Raumzeit. Habe ich oft erklärt. Es war reine Physik. Das kommt übrigens hier, die Stäbchen, das wäre jetzt unendlich tief, wenn wir da drauf eingehen. Mach mal gleich wieder weg, so viel will ich euch gar nicht erklären oder erzählen dazu. Ich gehe da gleich wieder zurück. Also nochmal, das heißt, es geht hier, es geht um euch selbst. Du bist alle, du musst jede Rolle spielen, vorausgesetzt, es ist jetzt nicht unbedingt eine Koi. Dann habe ich gesagt, es ist sehr wichtig, dass du zuerst einmal ausklodest in deinem Umfeld. Hast du es auf deiner Verabrede? Sind zuerst einmal nur Figuren, Erscheinungen, Illusionen, die kriegen das eine mit. Im Traum erlebt nur der Geist, der träumt niemals irgendetwas, was du dir ausdenkst. Wenn du das nicht akzeptierst und du bist Geist, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst. Ja. Das bestimmt nicht Gott, sondern das göttliche Gesetz. Du hast es in der Hand. Erleuchtung kann nur jetzt passieren. Ich kann immer sagen, solange du noch meinst, dass morgen oder übermorgen was besser würde, bist du in einer Endlosschleife. Ja. Es gibt weder Zukunft noch Vergangenheit, es gibt nur ein ewiges Jetzt. Ja, genau. Darum heißt es, es geht hier, meine ich, OB, auf Geistesfunk sollst du einwirken. Du sollst nur mit denen reden, die in der Esse zeigen. Für eine vollkommen neue Sichtweise. Dazu musst du die alte Sichtweise opfern. Aber ohne was zu verlieren. Das ist meine Sache, ich gebe dir ein Haar. Und irgendwann will ich das Haar wieder zurück. Habe ich schon lange mal erzählt. Ich gebe dir einen Buchstaben. Dieser Buchstabe symbolisiert ein ganzes Leben, ein ganzes Programm. Und irgendwann komme ich und sage, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, dein ganzes Wissen schenkst, das du geistlos nachhast, kriegst du von mir ein neues Leben. Du musst aber wissen, dieses Haar symbolisiert ein Programm im Computer, das dich lebendig werden lässt. Zumindest in dir ein Leben ablaufen lässt, das mit dem Löschen dieses Programms zwangsläufig sofort endet. Ja. Also du vertraust mir, du gibst mir das Haar und du kriegst jetzt von mir für das Wort Haar, kriegst du ein Wort für die Entschuldigung, für den Buchstaben Haar, kriegst du von mir ein Wort, nämlich das Wort Haus. Und du wirst jetzt feststellen, dass ich dir das Haar gar nicht weggenommen habe, sondern ich habe da bloß was dazu gemacht. Was in dem Haar überhaupt nicht existiert. Vollkommen neue Buchstaben. Haben wir ja so oft durchgespielt. Dann komme ich wieder, dann musst du mir das Wort geben, dann kriegst du einen Satz. Du bist das Haus Gottes, in dem ich wohne. Und genau dieser Wechsel ist nötig, dass du auf eine höhere Ebene kommst. Und immer, was dann vorher wichtig war, und jetzt sind wir wieder bei den 3x3 Wachstumsstufen. 1000 Mal habe ich das erklärt. Würde ich der Scheiß von vorher überhaupt noch mal interessieren. Ich erinnere mich an deinen Toni. Diese schöne Geschichte, er sein ganzes Leben lang interessiert für alles Mögliche, Esoterik und vor allem für die Berge, Bergrettung. 39 Jahre seines Lebens war für ihn der Berg und Bergrettung alles. Hat Extremkletter da ausgebildet und dann kommt irgendwann einmal das Alter und es beginnt Holofeeling. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich mit ihm gesprochen habe, wo er von mir dieses Wurzelwörterbuch, das hebräische Wurzelwörterbuch, kannst du dich erinnern, Helene? Ja. Da kriegt er ein altes hebräisches Wurzelwörterbuch, das ist in den Zusatzschriften mit drin. Und dann habe ich gesagt, mach das mit PDF und mit dem Gematrie Explorer und schau dir das Wort für Wort an. Und wenn Bibelstellen aufgezählt werden, schlag jede einzelne Stelle im Tenach nach. Den haben wir ja damals noch nicht gehabt, Entschuldigung, das war irgendein anderes altes Bibelprogramm. Und da weiß ich noch, das hat er zweimal durcharbeitet. Und dann sagt der Toni zu mir, pass auf, Udo, wenn mir vor 10 Jahren einer erzählt hätte, dass ich morgens um früh aufstehe, frühstücken tue, dann setze ich mich an den Computer und seit Wochen, von morgens bis abends, lese ich nur ein hebräisches Wörterbuch. Und es kommen Erkenntnisse in meinem Kopf, es tauchen Vorstellungen in meinem Kopf auf. Das ist eine komplett andere Qualität, wie wenn ich auf einen Berg ziehe und runterschaue. Das ist was Wunderschönes. Aber was da in meinem Kopf passiert ist, kann man mit Worten nicht beschreiben. Mhm. Das ist ein Akt von Reife. Ja. Du weißt es. Dieses Kleinod, das zwischen diese Zahlen drin hängt, was das in deiner Fantasie, wenn du dich von mir steuern lässt, wenn du dich mir hingibst, ich meine natürlich jetzt nicht den Udo.
Das heißt, es geht um euch selbst. Das heißt, es ist eigentlich immer nur ein Geist. Bloß halt in der Vergessenheit, weil er Rolle spielt. Nicht auf irgendwelche von euch selbst erschaffene Primaten. Menschen, lasst die Toten ihre Toten begraben. Unheilbar krank. Das heißt, du hast keine Figuren in deinem Traum zu missionieren. Halte den Mund. Das machen Religionen, das machen Parteien, das macht Politik, die keine Ahnung haben. Die Figuren, die Deppen in deinem Traum machen das. Holofeeling ist was Intimes. Es ist nur für den Geist, der sich das ganz bewusst ausdenkt und dem bewusst geworden ist, dass nicht zu niemandem er sich ausdenkt, der kurzzeitig in ihm als Information auftaucht, eigentlich nur eine Gedankenwelle ist, als Ding an sich verstehen kann, was es heißt, ein Immersein der ewige Geist zu sein. So, du kannst einen Gedanken, den du dir denkst, nicht erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Das kann höchstens einer nachvollziehen, der selber Geist ist. Mhm. Und es gilt auch für einen Menschen, der auf deiner Verabredung erscheint. Ja. Die musst du nicht missionieren. Darum geht es bei Holofeeling nicht. Und jetzt kommt hier dieses Scheine, Scheine, Sonnenkind, dieses schöne Lied. Kann man sich ja nochmal anschauen. Mir geht's. Das war jetzt mal der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Jetzt muss ich eins zurückgehen. Das neuere Ernst davor. Und jetzt pass auf. Auch wieder so ein Text, der auf den Punkt passt, wenn du das ganz anhörst. Und dann haben wir nochmal der 39er Patatude. Da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen, mir geht es um das hier. Man muss tatsächlich mal, wenn nur einer diese Stelle sieht und lässt das Video laufen, dann klingt es wieder voll im negativen Sinn nach Nazi. Stimmt oder stimmt? Mhm. Jetzt ist aber da rot geschrieben, ab jetzt beginnt die Heimkehr von Lubes Gottes, sprich Geistesfunken, in sein rotes, deutsches Reich. Das ist das Jenseits, das ist das Himmelreich auf Erden. Ja, genau. Im Zentrum, wo keiner das kennt. Und jetzt kommt diese Stelle, denkt doch bloß, Leute. Und Leute, hast der MG, Gestalt gewordene Erscheinung, hebräisch Tod, die Toten des Meeres. Die tauchen auf und verschwinden, die haben keine Überlebenschance. Ja. Und dann gibt es keine Juden mehr und dann gibt es keine Moslems und keine Polen mehr. Alles weg, nur noch Deutsche, rot, deutsch, nur noch Gotteskinder. Genau. Dann habe ich diese kleine Stelle, einen Auszug, was das bedeutet. Wenn das einer nicht weiß, wenn das komplett fehlinterpretiert, und ich habe hier noch diese zwei schönen Lieder, nehme ich hier die Heimkehr. Mhm. Ganz toller Text. Aber, und jetzt frage ich dich geistesfunken, hast du das hier gelesen? Ja, das und jetzt habe ich mittlerweile mit 6 Menschen gesprochen, alte Holofeeling-Hasen, die das mindestens schon 1-2 Mal gelesen haben, vor 5 oder vor so und so vielen Jahren, und alles vergessen haben, was da drin steht. Genau. Ich lege dir jetzt ans Herz, das nochmal zu lesen. Das nochmal zu lesen. Ja. Und zwar sehr, sehr gewissenhaft. Ich zeige dir ganz, um was mir geht. Da kommt erst diese Stelle, da ist der Auszug. Und jetzt ist es wichtig, wie kannst du glauben, dass es irgendwas mit einem falsch verkehrt ausgelegten, einseitigen Nazi, du bist auch nochmal Nazi, heißt einfach nur Geburt. Du bist in einer Rolle, in einer gewissen Nation geboren. Und es ist so gleichgültig, in welcher Nation. Bei Holofeeling geht es darum, du musst, wenn du mir geistig folgen willst, musst du deutsch denken. Ja. Ob du schwarz bist oder Schlitzaugen hast oder aus der Türkei kommst, du musst dein Hauptdenken, muss sich mittlerweile in dir deutsch abspielen. Ja. Natürlich noch mit dem blauen Deutsch. Es gibt da außen keine Erdkugel, darum gibt es auch keine Ukraine und keine Russen und keine Polen. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild an der Matrix. Und diese Stelle, was ich hier schreibe, gehe ich auf die Moslems ein. Du musst ein Muslim werden. Das heißt, der sich Gott unterwerfen, der sich Gott hingeben. Du musst dich komplett dem unterwerfen, der dich in den Traum hineinsetzt als Brösel. Das bist dann fast einmal du selber, weil du denkst, ich doch erst diese Erdkugel. Genau.
Du bist doch derjenige, der sich auf diese Erdkugel stellt. Den Brösel jetzt. Ja. Aber du bist ein träumender Geist, der sich das nicht raussuchen kann, das Programm. Ich lass dich das denken. Also du musst dich gehen und erweisen, wer du letzten Endes selbst bist. Weil ich ja du bin, der vom Bücherregal ist, auch der, der die Bücher liest. Ich versuche eigentlich bloß jetzt, mich wieder selber wach zu machen. Solange ich in dem Buch drin stecke. Und Islam heißt die völlige Hingabe an Gott. Das heißt, diese Sachen, du musst kein Christ werden, sondern ein Muslim. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und jetzt diese Erklärung mit Rot-Blau, diese ausgedachten fanatischen Moslems, sind das aber nur Erscheinungen, die von uns jetzt gedacht werden. Und ein demütiger, echter Muslim hat nicht das Geringste mit dem aufgehetzten fanatischen Moslems zu tun, die jeden normalen Christen und Atheisten bei dem Wort Moslem, Muslim, Islam automatisch in den Sinn kommen. Genau. Wem unterwerfen sich eigentlich die von dir jetzt selbst ausgedachten fanatischen Muslims? Unterwerfen sich diese Scheinmuslime mit ihrer religiösen Arroganz wirklich Allah, dem Gott der allumfassenden Liebe? Oder unterwerfen sie sich nur den Dogmen ihrer fanatischen Glaubensgemeinschaft? Weil die Moslems genauso Glaubensgemeinschaften haben wie die Christen und alle anderen auch. Hör dir doch einmal das Geschwätz von amerikanischen christlichen Sekten an. Von den Zeugen Jehovas. Alles nur Schwätzer. Giftgläubige Materialisten. Und Moralisten. Die verachten die Abscheu gegenüber allen anderen Religionen. Die in jedem religiösen Massenmord zu abgrundtiefen Hass ausufert, hat nichts mit wirklicher Hingabe an Gott zu tun. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Ein wirklicher Muslim lebt und verwirklicht die Liebe Allahs in dieser Welt und nicht dem fremdenfeindlichen Hass von Scheitern. Das gilt auch für alle blauen Christen, die in ihre katholischen Kirchen oder evangelische Kirchen rennen. Das kann man sich durchlesen. Freispruch für alle. Denn all diese religiösen Fanatiker können in deinem jetzigen Traum gar nicht anders in Erscheinung treten, wie du noch unbewusster Geist in dir selbst ausdenkst. Und du wiederum als träumender Geist kannst dir das nicht aussuchen. Ich lasse dir das nur träumen, wenn das noch in dir drin ist. Dann ist das eine Spiegelung von deiner eigenen Ablehnung. Versuche die menschlichen Probleme aller Religionen, zu denen auch die Materialismusglaube zählt, einmal so zu sehen. Jetzt kommt ein wunderschönes Beispiel über Sinnesorgane gleich Religionen. Jetzt kommt es, das Gottesland Deutschland, übrigens im Jahr, laut Geschichtsbüchern, kannst du nachlesen, wenn du in deine geistigen Archive gehst. Du kannst es jetzt 865 lesen oder 865. Ja. Übersetzt IQB als Abtritt von Weißenburg in meinem Evangelienbuch, das ist die erste Bibelübersetzung ins Deutsche. Das ist übrigens im Jahr 53 Seiten. Ich sag mal was Wesentliches, ich gehe jetzt da schon mal, da ist das Farbenspiel mit drin, das Zeichen, und dann fange ich an, eine Sure zu übersetzen. Das ist eine ganze Sure. Diese Sure besteht aus 200 Versen. Okay? Ja. Das beschreibe ich jetzt auch hier und einfach durchlesen. Und du wirst jetzt feststellen, das ist reines Holofilling. Da fahre ich jetzt mal runter. Das kann man sich eventuell, ich sage zwar, wenn du hast alle Zeit der Welt, kannst du dich reinlesen und wirst feststellen, sehr vielfältig, da wird nur von Liebe gesprochen. Wahrlich, Jesus ist vor Allah gleich Adam. Er schuf ihn aus Erde, als dann sprach er zu ihm, sei und er war. Dies ist die Wahrheit vom Herrn. Darum sei kein Zweifler. Genau. Da geht es um dich selber. Wahrlich, dies ist die Geschichte der Wahrheit und es ist kein Gott außer Allah. Allah ist El Hayyum. UB 86. Er ist wahrlich der Allmächtige und Allweise. O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem gleichen Wort zwischen uns und euch, dass wir nämlich alle allein dienen und nichts neben ihn stellen. Und dass nicht die einen von uns die anderen zu Herrn
nehmen außer Allah. Du sollst nicht zu niemandem anbieten, außer dieses absolute Zentrum. Ob du das Gott oder Allah nennst, ist vollkommen gleich für dich. O Volk der Schrift, warum streitet ihr über Abraham, wo die Tora und das Evangelium doch erst nach ihm herabgesandt worden sind? Es ist doch alles nur nachgeäfft. So, und jetzt pass auf. Wir sind noch nicht ganz fertig. Dann fahren wir jetzt mal 100 zu 200. Wenn du meinst, es geht ja zu langsam, dass du hast so viel Zeit. 200 Vers. Und ihr, die ihr glaubt, ihr übt Geduld und wetteifert in Geduld und seid standhaft und folgt den Allah, vielleicht werdet ihr erfolgreich sein. Geduld, Geduld, Wachstum, Aufzucht und Verfolgung. Und jetzt kommt was ganz was Tolles. Und zwar eine, lass doch mal hier reinlesen. Und dann kommt diese schöne Geschichte über eine Feder. Das ist ein Einfallsbindelbeispiel vom Weckruf. Aber jetzt in einer extrem ausgefeilten Form eine kybernetische Schleife, wo der Anfang mit dem Ende wieder verbunden wird. Denke mal ein Heizkörperbeispiel, bloß viel komplexer. Und dann springe ich in eine komplett andere Wahrnehmungsebene. Da geht es immer wieder, wer ist schuld, wer ist schuld, wer ist schuld. Sehr, sehr liebevoll, sehr komplex geschrieben. Ja. Das ist Arbeiten. Und ich mache jetzt nur ein Beispiel, mein Holgerchen. Der Holger hat es schon gelesen gehabt, wir haben das miteinander nochmal durchgelesen und es hat ihm den Atem geraubt, er sagt, ich würde schwören, ich habe das nie gelesen. Obwohl ich weiß, dass ich die schon gelesen habe. Ich sage, bevor du nicht anfängst, dir die Zeit zu nehmen, jedes einzelne Wort, dir sehr genau anzuschauen, was da zwischen den Zahlen drin steht. Wie war das nochmal, wenn du nicht aus jedem Wort ein 400 Zeilen Buch machst? So weit gehe ich gar nicht. Zumindest vier von verschiedenen Perspektiven solltest du dir anschauen. Und wenn dich das jetzt nicht interessiert, mach es bitte nicht. Weil dann schwer Kaufmannsdenken, das funktioniert nicht. Genau. So wenig wie du anfängst, als Fünfjähriger an der Bümmel rumzuspielen, wenn du ein Junge bist, der wird nicht steif sein, glaub es mir. Und du kannst dir mit dem Papa, das hier aber drauf von deinem Papa das Gesicht schrauben, so viel du willst, wenn du 7 Jahre alt bist, dir wird deswegen kein Bart nicht wachsen. Genau. Ich bestimme, wenn der Bart dir wächst, wenn du soweit bist, wenn du so viel Liebe geworden bist, dass wir anfangen können, hier in die nächste geistige Ebene zu gehen. Genau. Und dazu musst du eigentlich keinen Intellekt benutzen. Du musst nur so viel Bewusstsein haben, dass dir jeden Moment bewusst ist, was ist jetzt eigentlich da. Und jetzt denken wir nochmal an diese zwei Sachen. Wir haben diese Aufnahme aus der Cessna, Corfu, wo nichts ist. Und dann diese Massenbeeinflussung der Massenmedien wie im Nazireich, jetzt negativ gewesen. Genau. Eine reine Medienmanipulation von hin bis vorne Lüge. Nicht in Bezug auf eine Außenwelt, weil ich sage, draußen gibt es sowieso keine Welt. Genau. Denken an die 4 Stufen der Vergessenheit. Du müsstest nur jeden Moment Cut machen, was ist jetzt eigentlich da, ich sitze da und kurz auf einem Monitor. In beiden Fällen. Ob du dir diese Aufnahme von den Schweizern anschaust oder du schaust dir die Bilder an bei ARD und ZDF und RTL. Ja. Es bleiben flackernde Lämpchen auf einem Monitor. Mhm. Und in der Vergangenheit war nie was und da außen ist auch keine Erdkugel. Mach dir verdammt nochmal kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Genau. Und vor allem mach dir kein Bild von Gott, das heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. So ist. Das bringe ich. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Wie viel tausendmal erwähne ich das? Das bist du nicht. Du bist der Gott, der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Du erlebst nur deine eigenen selbst erschaffenen Gedanken. Die wiederum bauen auf einem vollkommen geistlosen, nachgeäfften Intellekt. Damit ist alles gesagt. Das durchlesen, ja, das ist wirklich wunderschön. Aber erst, wenn man die Reife hat, wann soll ich denn das machen, heißt es dann wieder und so weiter und so fort. Kleinen Moment, ich tue mal da wieder zurück. Ihr wisst gar nicht, was ich jetzt zweimal jetzt wieder umgehe. Ich kann es auch nicht lassen. Normalerweise sage ich immer wieder, ich müsste sagen, leck mich doch am Arsch. Mir geht es halt um die Figur, mir geht es halt um den Lothar oder die Helene oder der, an den du denkst. Mir geht es um den, der mich ausdrückt. Das bin ich selber. Ich bin du und du bist ich. Ja. Und nochmal, ihr seid jetzt zwei ganz alte Horsen. Doch dran.
vorgestellt, Lothar und Helene. Habe ich mich jemals in euer Leben eingemischt? Habe ich euch gesagt, was er tun soll oder was er nicht tun soll? Das macht Holofil nicht. Mich interessiert der Geist und dein Leben ist maßgeschneidert, deine ganzen Schicksalsschläge. Du hast es in der Hand. Das ich habe erst jetzt ein Gespräch. Ich selber durch. Bitte? Wir findet selber durch dann. Du musst, du weißt, dann wiederholst du halt. Das kann 1000 Jahre dauern. 1000 Jahre ist jetzt. Jetzt. Warte, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Es ist ein tägliches, das Moment jedoch. Ich habe jetzt erst ein Gespräch geführt, Namen will ich nicht nennen, wo ich sage, du hättest nur die letzten Jahre hast du so viele Chancen gehabt und du hast jedes Mal dich von deinem Ego leiden lassen. Und immer wieder in die Scheiße. Die ganzen Schicksalsschläge wurden von dir verursacht, weil du deine Freiheit nutzt. Du hättest die Freiheit, eine Situation, eine Entscheidung, du schaust erst einmal, was deine Logik sagt. Und wie oft sage ich, und jetzt drehst du das genau um 180 Grad. Egal, ob du was positiv oder negativ siehst. Mhm. Ich sage auch zum Udo, wenn du sagst, der Udo ist das Beste, was mir je passiert ist, das Beste, dann dreh es um 180 Grad und in deiner jetzigen Logik wirst du feststellen, bevor dein Körper nicht vollkommen vernichtet ist, dein Wissen vollkommen vernichtet ist, kannst du Geist nicht in einer neuen Welt wach machen. So. In den neuen Körper wach machen. Ja. Es ist das natürlich, jetzt haben wir plötzlich 4 Seiten, weil das Schlechte plötzlich dann doch wieder was Gutes ist. Gutes ist. Die 4 Seiten, die 8 Seiten, die 16 Seiten, wenn du das nicht fassen kannst, weil es dir zu viel ist, dann gesteh dir doch einfach ein, dass du noch ein extrem unreifer Geist bist, aber du bist ein Geist. Ja. Spielt doch eine Rolle. Genau. Geh fort, geh in die Diskothek, denk, wie ich mit der Esther umgehe. Ich sage, du musst das Leben genauso durchleben wie Helene oder Lothar zu allen Zeiten. Aber mach dir bewusst, dass du bloß geistlose Affen um dich herum hast, die nur Spiegelbilder von deiner eigenen Logik sind. Was du als schön empfindest, ich kritisiere das doch nicht. Genau. Das ganze Genderzeug jetzt. Es ist ein Großteil davon, ist schlichtweg und einfach wie Tattoos und all das ganze Zeug nachgeäfft. Genau. Schau dir die Großkonzerte oder Fußballstadien an, wenn sie Aola-Welle machen. Dann siehst du, das sind nur Gedanken, kleine Tröpfchen in einem Meer, die Wogen in einer Masseneinstimmigkeit und wissen gar nicht, dass sie nur eine kleine Parzelle sind. Ich habe doch schon mal gesehen, diesen schönen Satz, du stehst nicht im Stau, du bist ein Teil des Staus. Staus. Ja, genau. Du bist als Schlüssel ein Problem von dem ganzen System. Ich kann doch nichts dafür für diese Politiker. Schon, wenn sich einer politisch engagiert, das heißt schon, wenn du auf die Straße gehst, die demonstrieren für eine Einseitigkeit und das ist Selbstanheiligung. Genau. Die Mitte, von der ich die ganze Zeit spreche. Tick. Wenn die niemals erleben. Nein. Obwohl sie diese Mitte selber sind. Bis in alle Ewigkeit, bis sie sich wiedererinnern. Was bin jetzt eigentlich ich und was sind meine Gedanken? Jetzt haben wir wieder das Problem, aber was denkst du, wenn man dich denkt? Und dann wirst du feststellen, egal was ich jetzt denke, das ist ja wieder weg, wenn ich es nochmal denke. Mhm. Du bist alle Gedanken, aber keiner davon. Das ist so ein einfaches Beispiel. Ja. Danke. Das ist das Ganze. Und dann kriege ich meine andere Form von Liebe, aber auf der Brüssel-Ebene bleiben wir trotzdem gleich. Auch hier kann ich immer wieder erwähnen, du bist Johannes in der Apokalypse, in der Enthüllung. Du musst dich selber enthüllen. Du musst deine Traumwelt um dich herum wegmachen, ohne die zu zerstören. Du musst bloß wissen, dass die nicht um dich herum ist, sondern in dir drin ist. Und zwar mit den 2 Orten. Entweder in einer absoluten Einheit, in einer Uni, als Kontinuum, als lückenloser Zusammenhang oder aufgespannt als eine momentane Welle, die sich aber von Augenblick zu Augenblick in Form von Facetten Bitzelstücke in Erscheinung tritt. Die aber in dir eine absolut lückenlose, ein Kontinuum, eine lückenlose Einheit bilden. Jawohl. Beides ist nichts. Die Welle, die auftaucht, plus und minus, und ist eigentlich nichts, wenn man sie ganzheitlich sieht. Genau. Wobei du jetzt erst einmal Folgendes machen musst. Wenn ich jetzt mein Bild nehme, ich habe den Rand unten nicht, dass ich sage, das ist die Welle plus und ist gleich 0. Das kommt auch nicht vorher und nachher, sage ich immer wieder. Transversale drehen, Spiegeltunnel, Spiegelphänomen verstehen. Für dich ist es momentan noch so, dass du immer bloß eine Seite, jetzt ist es hell, jetzt ist es dunkel. Aber in Wirklichkeit ist hell und dunkel eigentlich nur beide gehen gleich auf. Das ist mein longitudinaler Wasserspiegel.
Und das wird richtig heiß, wenn wir das jetzt verknüpfen mit der Metapher des Hologramms, aber es wird jetzt nicht so weit führen. Das muss aber gut sein. Danke. Für diese Mühe, die du dir mit uns machst, wirklich wahr. Ja, ich muss immer wieder sagen, wenn du selbst gewartet, du weißt ja, was der Holger hat mal erzählt, so hunderte Stunden, dass ich sage, du selbst gestellt hast. Ja. Da ist jedes für sich auch immer wieder, ich betone, wenn du sagst, es erzählt schon wieder dasselbe, mache ich nicht. Nein. Es ist immer eine Kleinigkeit dabei, wenn du sehr aufmerksam bist, die dich komplett in einen anderen Bereich hebt. Genau. Aber es ist ein Akt der Reife. Stufe für Stufe. Und ich sage, du kannst nicht, du musst das nochmal dir selber bewusst machen, selbst ehrlich. Sei verdammt nochmal selbst ehrlich. Ja. Wenn du was machst, in Kaufmannsdenken. Es geht um eine absolute Selbstlosigkeit. Du musst dein blaues Selbst, deine blaue Vorstellung nicht loswerden. Und dann kommst du, dass du nur schaust. Und du wirst immer wieder vergessen, sobald was ist, du gehst sofort in die Vergessenheit. Ich merke das, ich rede, die Leute sitzen da und nicken und dann macht das Telefon klingelt und dann gehen sie, ich muss mal hin. Und dann ist alles, was ich erzählt habe, ist weg, dann sind sie schon wieder reingefallen in ihre Unbewusstheit. So verwoben mit einer Gedankenwelt, wo du glaubst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Das ist auch ein so Satz. Wie unendlich blöd, ich rede mal in einer Ich-Form, das muss dir. Wie unendlich blöd bin ich eigentlich, wenn ich meine, dass ich mit dem, was ich jetzt denke, nichts zu tun habe. Da taucht in dir irgendwas auf. Du interpretierst diesen Reizauslöser. Mein Beispiel wieder mit der Zeitungsausschnitt oder Fernsehfilm, die Bilder jetzt. Und du wirst dann fest einmal merken bei den Bildern, dass die jetzt diese Schweizer Aufnahme als richtig ansehen da außen, dass die Schwuppler sind und die sich auf eine Nummer sicher gehen, breitigste Weg der Masse in die Verderbnis. Fresst Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht an dieser Köstlichkeit. Das sind die hängen halt an jeder ARD, an der Tagesschau, an ZDF und die Tagesschau, die normalen Zeitungen. Und wichtig, das Erste, es kommt aus dir, was jetzt da ist. Alles andere ist deine Interpretation. Da außen sind keine Reichen, keine Illuminaten, keine Rothschilds. Da ist nicht einmal eine Erdkugel außen, wenn du das nicht denkst. Nichts. Wer endlich auf irgendjemand die Schuld an irgendetwas zu geben, es ist im Meer nur ein allereinziger Schuld. Ich. Für das, was du erlebst, du selbst. Soll ich jetzt nochmal wiederholen? Die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht und wer ist dafür verantwortlich? Ja. Was gemacht? Ja, das, was du jetzt denkst. Ja, genau. Du selber. Aber dann sagst du, der Mal oder Einfallspindel, mein Programm, mein Wissen, das ich zum Denken benutze, das du dir ja nicht raussuchen konntest, dein Intellekt, aber der ist doch nicht verantwortlich. Das kommt mit der Sache mit der Feder. Diese kybernetische Schleife, dass du so schnell einen die Schuld gibst und diese Frage der Schuld, die Schulöffnung, können wir auch lesen. Mein Führerscheinprüfungsbogen ist eine kybernetische Schleife. Du kannst das nicht festmachen. Da habe ich dieses einfache Herzkörperbeispiel mit dem Thermostan, mit dem Regler. Dass du plötzlich feststellst, wenn du die Reihe durchgehst und das passiert jetzt komischerweise auch bei dieser Feder. Bloß viel länger und viel genauer. Und dann noch im Hintergrund mit der Vordersprache, zumindest als Hinweise, kleine Hinweise, dass das auch eine kybernetische Schlaufe ist. Ja. Er schafft jetzt die große philosophische Frage, er schafft jetzt eigentlich Gott, den Menschen oder ein Mensch, einen Gott, wenn er sich einen Gott ausdenkt. Was ist zuerst da, das Ei oder die Henne? Übrigens sehr interessant. Das ist auch so eine Dinge, soll man das Huhn, H, U ist ja W, H wie H. Ja. Das ist das Huhn. Oder wir können auch die Henne machen, dann machen wir das erste H. Stell dir das Wort vor, wenn es da steht. Das erste H ist der Quintessenz. Mhm. Dann haben wir Hen, E-N-N-E. Das ist ein Plus N und ein Minus N. Wir können das nämlich dem Vokal bei dem N davor stellen, dann sprechen wir N. Ich kann aber auch nie sagen, so wie bei vielen Buchstaben, den Vokal dahinter stellen. Genau. Ja. Und dann haben wir wieder zwei Existenzen in der Quintessenz. Genau. Ja. Oder das AI, das Ei, Schöpfergott. Was ist der erste, der Schöpfergott? Aber das ist ein ausgedachter Schöpfergott und das ist kein Gott. Nein. Weil wir uns wieder zwei Gott vorstellen oder Menschen vorstellen.
Erschafft jetzt der Gott den Menschen oder der Mensch den Gott, den er sich ausdenkt? Keins von beiden. Ich. Erschafft erst einmal die zwei. Ich. Genau. Das ist dieses rote Ich. Genau. Das sich jetzt dieses Gespräch öffnet. Mhm. Und das nur seine momentanen Informationen erlebt. Und es ist immer mehr nur das da, was jetzt in dir auftaucht. Und es geht in einem ständigen Wechsel. Genau. Da könnte ich jetzt wieder sagen, Schmidt, wo waren jetzt die ganze Zeit deine Hände? Mhm. Wo waren die Augen, die Ohren? Ich wiederhole mir dasselbe. Und wie weit ist in dir noch drin? Ja, wenn ich keine Augen und Ohren hätte, würde ich, oder kein Gehirn hätte, würde ich das ja jetzt nicht erleben. Das heißt, du hast jetzt doch was erlebt, ohne dass die da waren. Ja, genau. Das als hundertprozentig sicher anzusehen, wirft euch noch so. Und die Menschen um dich herum, ob das religiöse Menschen sind oder Wissenschaftler sind, 99,99999% von dem, was als hundertprozentig sicher bewiesen für diese Vollpfosten gilt, kann nicht und niemand überprüfen, nicht einmal, wenn man wollte. Und hätte man denen was anderes erzählt, in der Schule, in der Kirche, wird es das genauso nachäffen wie alles andere auch. Mhm. Ist alles unheimlich logisch. Was sollte denn für einen geistlosen Computer, für ein Gehirn, für einen Computerchip denn sonst logisch sein? Es kann nur das logisch sein, was im Hintergrund an Programm und Daten laufen hat. Ja. Und das muss überwunden werden. Der Materialismus, die naturwissenschaftliche Medizin muss komplett überwunden werden. Gib mir dein Haar zurück und du kriegst von mir ein vollkommen neues Leben. Dieses Häuser, die Ursache, dass wenn du jetzt an dich denkst, dass du genau an den Brüssel denkst, der jetzt denk an dich vor dem Computer sitzt und sich das angeblich anhört. Ihr hört aber nichts. Hm. Der kriegt das gar nicht mit. Genau. Nur du kriegst es. Nur der träumende Geist kriegt im Traum mit. Niemals irgendetwas, was du jetzt dir denkst. Jetzt lassen wir es gut sein. Danke, 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 danke. Ich wiederhole schon wieder. Ja. Aber du musst es machen. Ja. Und dann wirst du ich. Kannst du die Tür öffnen. Und genau das Patch.